Profi 1 war schon schwer. Wie sieht's aus mit Profi 2? 8 neue Level, also ein Level pro Welt so gesehen. Und ich bin gespannt, ob ich meinen Verstand heute verlieren werde oder nicht. So, und ich sehe schon, wie das hier anfängt. Wir müssen den kleinen Scheiger hier erstmal mitnehmen. Und ich finde es übrigens cool, dass die Profi-Welt 2 jetzt die Hintergründe benutzt von den Plus-Welten. Das gefällt mir. Vermute mal, ich brauche mal noch. Komm mal mit. Komm mal mit, mein Kleiner. So, warte, da können wir erstmal das Geschenk ganz easy peasy abholen. Genau wie das hier. Blödem. Lass mal kurz sehen. Da oben ist noch eins. Oh Gott, da brauchen wir den Shy Guy. Ja, wenn es gut läuft, kriegen wir alle Level heute durch und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Game, oder? Fragezeichen über meinem Kopf. Auf jeden Fall die Möglichkeit besteht. Das funktioniert nicht. Okay, was machen wir mit dem Shy Guy? Die Zeit geht auch so schnell wieder weg. Das ist auch so blöd. Okay, perfekt. Ich gehe mal davon aus, dass das so sein soll. Ja, gut. An den Schalter komme ich jetzt gar nicht mehr dran. Nee, soll das so sein? Warte. Lass mich erstmal da hochklettern. Vielleicht habe ich hier oben noch irgendwas übersehen. Okay, ich kann den roten Schalter aktivieren. Ich gehe mal wirklich davon aus, ich muss einfach als mein Ziel den Schalter nach ganz oben bringen. So, als wäre er mein kleiner Mini-Mario. Ich gehe mal davon aus, dass ich das tun soll. Würde auf jeden Fall Sinn machen. So, aber die Zeit. Ich habe vor allem Angst wegen der Zeit. Ach komm. Wie dumm. So, Kumpel. Diesmal machen wir nicht den gleichen Fehler. Hast du verstanden? Ich glaube, er hat mich verstanden. Aber er will halt nichts sagen. So, er mag mich halt eigentlich nicht. Der kleine Scheigei. Der Scheiggeist. Okay, das ist schon mal richtig. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns jetzt droppen lassen sollen. Auf ihn drauf. Ja. Okay, das verstehe ich, das verstehe ich. Boing! Und das war's schon. Okay, das war ein cooles Level. Hat mir gefallen. Die Idee war gut umgesetzt. Und ich habe nicht Rage quitten müssen. Ja. War nur am Anfang ein bisschen schwierig. Und vor allem muss ich erstmal checken, was ich machen soll. Aber ich gebe dem Level einen Pass. Das Level hat es gut gemacht. Tolles Level. Bitte bleiben alle Level jetzt so. In der Qualität. Dann wäre ich wirklich glücklich und zufrieden. Wie wenn Leute ein Like da lassen würden. Genauso. Und nicht anders. Okay, Welt 1. War chillig. Wie sieht es aus wie Welt 2? Ich habe auch schon gesehen, die anderen Bilder. Also, bin nicht erfreut, was ich da unter anderem gesehen habe. Warte, stopp. Gucken wir das erstmal an. Okay. Bitte rechts, links für die Geschenke. Okay. Boing, boing, jahuhu. Hier kann ich bestimmt stehen, ja? Ja, kann ich. Okay. Muss man einfach nur schnell reagieren hier, oder was? Ja gut, da hinten ist noch ein Schlüssel. Alles gut. Alles gut. Kein Problem. Easy peasy. Warte, das war's schon? Wait, das war's schon? Nein, oder? Es gibt noch ein zweites Level hier, oder? Warte, das war's schon? Jetzt for real? Tatsache. Okay. Das war ja von allen in Anführungsstrichen schweren Level das einfachste. Und da bin ich einfach so gut in diesem Spiel, dass es mir schon einfach vorkam. Ich sollte sowas nie wieder sagen. Jetzt, ja, Welt 3. Welt 3 in Profi-Welt 1 war das Allerschlimmste. Es war schrecklich. Und ich habe das Gefühl, hier wird es noch schwieriger. Und wenn das so sein sollte, da war ich genau solche Geräusche. Und ich will solche Geräusche nicht machen. Ich mache die ungern. Okay, das ist ja nicht schwer, daran zu kommen. Jahuhu! Okay, hier muss ich einfach nur abwarten. Ja, ist jetzt doof. Komm, schmeiß dein Ei. Ja, aber es war klar, dass das Level hier in Welt 3 wieder so schwierig sein wird. Komm, hau ab. Mann, hau ab, man. Menno. Ciao. Okay, das funktioniert. Perfekt. Wo ist der Schlüssel? Da hinten links. Okay, aber das scheint jetzt nicht so schwer zu sein, oder? Ja. Alter.
zur Hölle? Alles fürs Try hier. Ey, aber ich sag euch wirklich, in der letzten Folge haben wir Profi, die erste Profi-Welt gemacht. Das ist der zweite hier. Und das dritte Level war so verdammt schwer. Aber das ging. Ey, bisher bin ich zufrieden. Wie gefällt die Welt? Kurz und knackig. Genauso sollte es sein. Genauso. Genauso. Jetzt kommt das Festival. Here we go. Super Mario. Hol mir mal das Ding da oben. Wäre ganz nett von dir. Oh, das kann er gar nicht. Okay, dann hol ich selber. Kein Problem. Mach ich gerne. Ist okay. Aber ich will auf ihn drauf. Fallen. Ich hab das Setup selber gemacht. Ich bin selber schuld. Aber trotzdem lustig. Ich glaube blauer Schalter, ne? Oh. Oh, verstehe. Boing. Ja. Gut. Jetzt hau schnell ab. Abhauen. Bitte renn in die richtige Richtung. Dankeschön. Sehr lobenswert. So will ich das haben. Ich glaube runterfallen. Wie sieht's aus? Da oben ist auf jeden Fall ein Geschenk. Das hätte ich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, dafür brauche ich einen roten Schalter. Boing. Achso. Nee, warte mal, was? Hm? Komme ich da hoch? Tatsache, das schaffe ich. Let's go! Warte, warte, warte! Oh, okay, knapp. Okay. Ja, das ist jetzt offensichtlich. Also, was heißt offensichtlich? Also, ich kann mir schon denken, was ich hier mal tun soll. Obwohl, vielleicht erstmal den blauen. Ja, doch. Ah, okay, das war noch zu früh. Aber das scheint mir relativ sinnvoll, was ich hier versuchen will. Jetzt? Genau. Jetzt? Und das war's. Ja. Okay. Also bisher ist die Welt wirklich super einfach. Profi 1 war sehr schwer und Profi 2 ist einfach nur... Ja, eigentlich genau das, was ich erwartet habe, ne? Weiß nicht, was sie bei Profi 1 falsch gemacht haben. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Aber hey, vielleicht hattet ihr ja in Profi 2 viel mehr Schwierigkeiten als ich. Vielleicht ist es bei euch andersrum. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt wieder mit den Shy Guy Blöcken arbeiten muss. Die Shy Geister Blöcke. Die manchmal auftauchen und dann wieder sich verpieseln. Na? Okay. Verstehe. Und damit meine ich, ich habe absolut keine Ahnung. Hey, 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 Kumpel, hey, Kumpel, hey, Kumpel! Mama mia! What the hell? Oh, hell no! Ja, was soll ich denn da machen? Oder soll ich dann den gelben benutzen stattdessen? Ich kann den hier machen und dann sind die delayed. Dann habe ich genug Zeit, hier nach unten abzuhauen. Das ist natürlich die Frage, was ich hier tun soll, ne? Okay, sehr gut, die können mich da nicht erwischen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Hey, was zur Hölle? Ich darf nicht gelb? Okay. Meinetwegen? Rot? Ah, okay, schlechtes Timing. Blau? Na gut, das ist auch nicht so ein gutes Timing. Versuchen wir es nochmal rot. Boing. Eigentlich auch nicht so gut, ne? Ich kann es aber mal versuchen. Ich kann ja hier ducken, dann kriegen die mich nicht. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, das ist das Problem. Oder das ist einer der Probleme. Ja, huhu. Ja, huhu. Oh, das hat geklappt! Es hat geklappt! Okay, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Warte, wo ist der Schlüssel? Nein. Gelb. Es muss gelb sein, okay. Okay, Leute, ich hab's. Ich hab den Plan. Passt auf. Es wird funktionieren. Auf jeden Fall, es wird funktionieren. Okay. Boah, das war viel zu riskant eigentlich. Okay. Okay. Ich hab's. Ich feiere diese Level. Ich feiere das.
Ich hab mal Spaß hier an diesem schwierigen Level. Was ist denn da los? Ich meine, zumindest hinterlässt es noch einen guten Geschmack im Mund. Zum Abschluss. So, aber ich will noch nicht zu früh feiern. Man soll ja den Tag nicht vom Abend loben. Es gibt noch 3 Level. Und je nachdem könnte das hier mein Ende bedeuten. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Da komme ich noch nicht hoch. Ich muss dafür den Schalter aktivieren. Oder den aktivieren. Ja, warte mal, das ist doch einfach komplett geschenkt hier. Ja, ist komplett geschenkt. Okay, das hier auf jeden Fall umdrehen. Damit ich... what? Was zur Hölle? Okay, lass mal den Schlüssel da. Der interessiert mich gerade nicht. Nimm das mal mit. Perfekt. Dann umdrehen. Das slide drüber. Perfekt. Nee. So schon richtig. Ich komme jetzt einfach mit. Genau. Ich kann auch hier springen. Bin hier oben. Kann ich mir das schon mal mitnehmen? Hihi. Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich den Schlüssel rüberkriege. Oh, ich habe einen Fehler gemacht, glaube ich, oder? Habe ich einen Fehler gemacht? Wir werden es gleich herausfinden. Kann ich hier hoch? Ich kann ja nicht mal hoch, oder? Ah doch, ich kann da hoch, indem ich das hier mitnehme. Warte, war richtig. Okay, Zeit sollte noch ausreichen. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen drum. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Zeit noch ausreichen wird. Warte, das ist falsch, das ist falsch. So. Blauer Schalter. Hoch da, mitnehmen. Wegwerfen. Runter da. Sliden. Und da komme ich nicht... Hä? Warte, was? Wie soll ich denn da hochkommen? Ach, mit dem Trampolin! Ah, okay. Das ist richtig klug. Mir gefällt das Level, das ist richtig klug. Oh, habe ich jetzt zu viel Zeit verschwendet? Ich gehe nicht davon aus, ich mache mal weiter. Ne, passt, perfekt. Absolut geil. Absolut nice das Level. Alle Level hier sind bisher richtig nice. Also da muss ich mal an der Schulter klopfen. Bei Nintendo. Oder wer auch immer das Spiel programmiert hat. Die Welt ist bisher meine Lieblingswelt. Dabei hätte ich gedacht, ich würde weinen. Und in die Ecke mich verschanzen. Für immer und ewig. Aber nein. Ich habe nochmal einen schönen Abschluss. Hoffentlich mit guten Noten. Komm her. Ich hoffe, ich brauche den Hammer dann nicht. Obwohl, warte mal. Ich starte nochmal neu. Ich will mal was ausprobieren. So, genau. Ich nehme den Hammer mit. Boing. Schmeißen nach oben. Warte. Schmeißen hier nach oben. Mhm. Schmeißen hier nach oben. Mhm. Perfekt. Das war mein Plan. Hat funktioniert. Schön. Okay, das können wir uns auch noch schnappen. Ja. Schön. Oh. Ich muss nochmal zurückgehen. Gut, dass es mir aufgefallen ist, weil sonst hätte ich es jetzt liegen gelassen und dann hätte ich mir am Ende des Levels gedacht, 10 Sekunden, das ist ein Geschenk. Was? Wer hat er mich gesehen? Habt ihr es gesehen? Der Scheiger wollte gerade auf mich zu dashen. Aber kriegt er nicht hin. Okay. Mit okay meine ich keine Ahnung. Oh mein Gott. Mhm. Schmeiß mal weg. Nein. Wartet mal. Könnte ich nicht den Hammer sogar so weit mitbringen, dass ich die Piranha-Pflanze damit kill? Ah, das geht nicht von... Okay, das funktioniert nicht. Schade. Okay, analysieren wir die Situation noch mal genauer. Okay. So, einfach unten gedrückt halten. Das funktioniert sogar. So, das ist okay, wenn er mich sieht. Ich habe einen Hammer.
Denn ich bin der einzig wahre Hammer, Bro. So, und du auch. Bam. Okay. Wir haben nur noch ein einziges Problem. Die Piranha-Pflanze. Und ich habe eine Idee. Ich weiß, das sage ich öfter hier. Aber vielleicht klappt's. Oh Gott, das klappt nicht. Das klappt absolut nicht. Oh. Mhm. Ja, ja, ich verstehe schon. Nimm mit, Mario. Also, ich mache jetzt einfach nach da hinten. Achtung. Mitnehmen. Das ist zu schwer. Oder warte, anderer Plan. Die Zeit geht aus, ich weiß. Ich habe jetzt noch einen Versuch für diesen Plan. Ein Versuch für diesen Plan. Schmeiß ihn darüber. Gehen darüber. Nimm ihn mit. Schmeiß ihn nach oben. Gehen nach oben. Nimm mit. Renn schnell. Okay, das ist auf dem roten Block, oder? Oh Gott. Oh, ich Idiot. Jetzt schaffe ich es eh nicht mehr. Oder? 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 Oh mein Gott. Theoretisch war das wirklich die letzte Sekunde. Weil dann wäre der Schlüssel verpufft und der hätte dann sowieso verloren. Vor allem, ich sammle hier Sterne, die bringen mir aber nichts mehr, weil... Ja, 136 Sterne, dann gibt's trotzdem nichts. Egal, letztes Level. Pass auf, danach kommt noch so Profi 3 freigeschaltet. Dann flippe ich aber komplett aus, du. Dann flippe ich aber komplett aus. Na, wo die Welt war, ja, bist du eigentlich in Ordnung. Okay. Die brauchen hier länger. Ah, ich bleib erstmal auf dem Bob umstehen, weil das killt ihn nicht, Fragezeichen. Okay, warum kommt da keiner raus? Abwarten. Das killt ihr noch nicht. Tatsache. Geil. Komm, mach bumm, mach bumm, mach bumm. Schön. Ducken. Nach oben. Bisschen am Zittern gerade. Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Im Level. Was? Es geht weiter. Nee. Hä? Okay. Wie kriegen die Baba Messer? Oh Gott. Oh Gott. Ich seh's. Ja, ja. Hab's gesehen. Wie ich die hier wegkriege. Ah! Okay. Oh Gott. Ich brauche noch einen. Ich will aber bloß jetzt nicht draufgehen, ne? Oh Gott. Lass den neben mir einfach explodieren. Bumm. Okay, ich muss da jetzt mitkommen. Ich komme da aber nicht hoch. Das funktioniert nicht. Oh, jetzt muss ich die Richtung wechseln. Nein, nein, genau deswegen habe ich geachtet. Nein. Okay, also, erstmal wollen wir einen nach oben werfen. Den anderen ignorieren. Dann wollen wir das nochmal machen. Okay, habe ich jetzt leider nicht geschafft, aber dafür sterbe ich zumindest nicht. Okay, gut. Genau, einer macht da oben die Wand erstmal weg. Der andere... Die andere Wand, mehr oder weniger. So, mach bumm. So, gut, 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 gut. Den Schalter wollen wir jetzt betätigen. Damit der hier... Da oben das machen kann. Den anderen wollen wir da ignorieren, dass er uns nicht wegsprengt. Aber wir müssen zweimal machen. Okay, wir müssen zweimal machen. So. Das war's auch schon. Jetzt schnell weg. Der macht das nämlich da hinten, wie ihr sehen könnt. Boom. Perfekt. Was ist das hier für ein krankes Irrenspiel? Ja, geht so. Das war eigentlich voll einfach. Was? Ich bin danach Game Over, sehe ich gerade. Oh no. Oh no. Okay, letzter Bildschirm, letzter Bildschirm. Hier ist gerade nichts. Kann hier rüber. Achtung. Oh nein. Bitte sieh mich nicht, 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 bitte sieh mich nicht. Perfekt. 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 Ich hab's. Ohne Game Over. Wir haben's. 136 Sterne. Jedes Level. Alle Geschenke. Somit sind wir durch. Perfekt. Und da kommt jetzt noch ein Plot-Twist. Noch ein weiterer Secret-Boss-Kampf. Na? One-Up-Game?
Wer bin ich hier nicht wert, Spiel? Ich krieg nicht mal eine Medaille, nicht mal irgendwas. Obwohl, wir können mal gleich nachschauen nach dem Minigame, ob auf dem Save-File, weil man hat ja 3 Spielstände in diesem, ne, pro Account. Wir können ja mal nachschauen, ob da sich irgendwas verändert hat, ob da eine Medaille ist oder so. Weil ich habe gesehen, man hat irgendwas bekommen. Ich glaube, eine Medaille oder so. Nachdem man das Spiel durchgespielt hat einmal. Aber ich frage mich, ob da vielleicht noch mehr jetzt ist. Muss ja eigentlich, oder? Irgendwas muss ich doch bekommen haben. So, jetzt komm her, Kleiner. Ich brauch dich zwar nicht, aber wir machen das Spiel schon trotzdem mal. Weil wir es können, weil wir es freigeschaltet haben. Und weil es sehr easy ist. Jazz. Dazu sag ich yes. Das war wack. Aber egal. Und Datei 1 komplett. Mit einer goldenen Medaille. Ja, also Freunde, ich glaube mal, das ist 100%. Wir werden bestimmt irgendwann mal noch eine Bonus-Episode machen, wo wir das alles im Two-Player durchspielen. Oder ich zumindest ein Showcase mache, wie das mit Toad aussieht. Ansonsten sind wir hier erstmal fertig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mario oder auch Donkey Kong Abenteuer wieder. Je nachdem, welches als erstes kommt. Wir schauen einfach mal.